Mahlzeit und guten Tag. Willkommen zu Tomb Raider, wie auch immer, zu diesem Spiel mit dieser Dame hier. So, wir müssen mal gerade schauen, was hier so geht. An diesem Lager haben wir uns die Füße gewärmt, nachdem wir hier einen ganz schön heftigen Kampf hatten. Und jetzt wollen wir mal gerade gucken, ob ich hier noch Munition sammeln kann, aber es sieht nicht so aus, es scheint tatsächlich alles schon weg zu sein. Nun gut, wie dem auch sei, da unten rennen noch ein paar Tierchen rum. Ich habe immer noch nicht so ganz den Sinn verstanden von diesen Tierehäuten, was mir das bringt. Ah, es bringt mir EP. Na gut. Bam, zwischen die Augen. Nice. Okay, es bringt mir EP, sonst bringt es mir, glaube ich, gar nichts. Moin, bin da. In der Edo-Periode Japans hatte... In deiner Periode hast du irgendwas gemacht. Okay. Mann, diese Shotgun ist aber auch laut. Ohne Witz. Ich höre Fliegen summen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ganz schön viele Wege und ganz schön viele Ecken und Kanten und hast du nicht gesehen. Gibt's jetzt zu discovern. Darum ist das jetzt vielleicht gerade nicht so sonderlich spannend, was ich hier tue. Hier ist irgendein Symbol aufgemalt. Wahrscheinlich, weil es hier eine Kiste gibt. Bla bla bla. Okay, wunderbar. So, und hier geht's wahrscheinlich weiter. Es sind überall Symbole an den Häusern. Könnt mal wissen, was das bedeutet. Hier gibt's bestimmt sau viele Geheimnisse und so Krams zu discovern. Aber naja, gut. Das lassen wir jetzt alles mal so ein bisschen links liegen. Okay, okay, okay. Bewegung, los! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Sie sitzt in der Falle! Umstellt sie! Ich bringe euch alle um, das ist wohl wahr, das ist der Plan. Ah. Scheiße. Oh. Sie sind überall. Richtig. Okay. Ah, wo sind die denn überall? Na komm schon, Tussi, komm schon!
Meine Fresse. Alles klar. Nein. Puh, das war knapp. Okay. Kann ich jetzt hoch? Wunderbar. Ah, nicht so gut. Puh, was ist denn hier auf einmal los? Ich will euch doch nichts Böses. Ich kenne euch doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, was ihr von mir wollt. Ich schieße einfach nur zurück. So, jetzt gehe ich doch aber wieder zurück. Da hinten ist doch der Hubschrauber, von dem ich gekommen bin. Nein. Ach, Tussi. So, ich muss doch bestimmt durch dieses Tor gehen. Ich glaube, das habe ich auch als Ziel gerade gelesen. So, das heißt, das hier ist dein Weg. Da hinten ist noch was zum Aufschießen. Das heißt, hier gibt es noch irgendwas Tolles. Naja, so toll war es jetzt nicht. Okay. So. Boah. Du lebst noch? Das ist ja wohl unfassbar. Hallo. Junge, die sind ja überall. Auf zu schreien, Mensch. Die sind ja wirklich überall. Ich dachte, ich wäre hier schon überall gewesen, aber denkste. Okay, hier ist eine Leiter. Anscheinend muss ich hier rum. Aber da ist doch der Hubschrauber. Ich bin doch von genau hier gekommen, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Warum sind denn hier noch so viele Gegner? Wenn ich denn doch von hier gekommen bin. Auf jeden Fall bin ich von hier gekommen. Hier bin ich doch schon lange gegangen. So, einmal posieren für ein schönes Foto. Und dann schauen wir mal. Ich muss bestimmt durch dieses... Ja, da hinten. Es sind noch überall Leute. Kommen die alle her? Mal gucken, wo ich schon mal wieder hier bin. Ob ich noch irgendwas machen kann. Ich kriege so sau wenig Fähigkeitspunkte. Das finde ich so ein bisschen merkwürdig. So, also hier geht schon mal nix. Tja, wo kriege ich denn mehr Fähigkeitspunkte her?
So, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie durch dieses Tor da hinten kommen. Kaboom! So, alles klar. Hier ist doch auch schon... Und ein geheimes Grab ist in der Nähe. Ist das hier vielleicht... Ach, jetzt geht es wieder los. Da brauchst du ja noch niemals zielen, die stehen alle auf einem Haufen hier. Das ist ja mal praktisch. So, kann ich denn jetzt auch hier irgendwie wieder runter? Das wäre cool. Okay, gut. Das kann mich doch nicht aus der Bahn werfen hier, sowas. Toll, jetzt habe ich die Modifikation verfügbar. Ihr Schweine. Naja gut, okay. Jetzt gehe ich erstmal gerade gucken, wo das geheime Grab ist. Ob das jetzt hier drin ist? Hier anscheinend, okay. Aber das... Ja doch, okay. Noch eine Opferung. Mein Gott, was treibt sie bloß dazu? Keine Ahnung. So. Falsche Taste. So, jetzt ziehen wir da dran und dann kommen wir da nur noch. Wunderbar. Okay. Na dann. Okay, hier geht es ganz schön tief runter. Und da habe ich noch ein Teil für eine neue Shotgun gefunden. Okay, okay, okay. So. Die Quelle der Tränen. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, das ist schon gar nicht so verkehrt, was ich hier mache. Jetzt wollte ich aber mal gerade gucken, denn hier ist noch ein Lager. Und ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Jäger. Munitionskapazität, Gewichtheber. Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Okay, was haben wir hier noch so? Wie gesagt, das mit den Tieren habe ich noch nicht so ganz verstanden, wofür ich das wirklich brauche. Für Bergungsgut, ja gut, okay. So, Sturzschaden vermeiden, das hört sich so schon mal gut an. Eine höhere Klettergewandtheit. So, und jetzt hatte ich, glaube ich, auch ausrüstungsmäßig was gefunden. Hier haben wir nichts.
Hier haben wir ein Shotgun-Update. Eine größere Reichweite oder erhöhter Schaden. Ja, ich glaube, eine erhöhte Reichweite ist gar nicht so verkehrt. Okay. So, und da ich hier jetzt auch nichts mehr, aua, nichts mehr habe, was ich hier drauf werfen kann, obwohl das Ding jetzt schon wieder hochgegangen ist, oder nicht? Also ich hätte jetzt gesagt, ich muss da noch ein paar Dinger drauf werfen, damit das Teil runterkommt und ich dann da drauf springen kann, aber ja, hier ist noch einer. Da ist auch noch einer, okay. Oh, jetzt geht er aber komplett im Keller. Das war jetzt, glaube ich, schon ein bisschen viel. Ich Pummelchen hier auch noch drauf. Jetzt brauche ich, glaube ich, gar keine mehr. Ah, super. Super. Okay, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Fast. Nein. Okay, nochmal alles von vorne. Zu viel. Komm schon. Genau. Seltsam. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Ja, Mann, die sind krank. Ich hab's doch gleich gesagt. Sind alle krank. Ach, hier ist schon meine Masterkiste. Das war ja easy. Funken. Oi. Schmuck. Quelle der Taraenen. Ihr meistert. Gehen Sie einen Weg durch das Tor. Ist nach wie vor meine Aufgabe. Okay. So, da wollen wir hier mal wieder raus. Und dann muss ich einen Weg durch das Tor finden, obwohl ich schwören könnte, dass ich durch das Tor schon durchgegangen bin. Aber wahrscheinlich war ein anderes Tor gemeint. Wo bin ich hier? So, da ist Licht, da gehen wir hin. Okay, so. Und jetzt muss ich durch dieses Tor. Und eins von drei Teilen gefunden fürs Gewehr. Wunderbar. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht so genau,
Ach, da, durch das Tor soll ich gehen. Ah, okay. Ich verstehe. Alles klar. So, was ist denn, wenn ich hier einfach dran drehe? Ist das zu einfach? Es klemmt. Ja, es ist zu einfach. Es klemmt. Heller Stoff kann verbrannt werden. Okay. Und warum kann schwarzer Stoff nicht verbrannt werden? Ich meine, Stoff ist Stoff, oder nicht? Ich bin durchs Tor gegangen, oh mein Gott. Infiltrieren Sie den Palast. Und hier ist erstmal noch ein Lager. Vielleicht kann ich ja noch was ausrüsten, beziehungsweise verbessern. Wenn ich hier so ein bisschen gerade klarkomme, was ich hier eigentlich mache. So, hier geht nichts mehr. Doch, hier, Schnellfeuermodus, okay. Obwohl ich die Pistole ja doch relativ selten benutze. Was ist los? Ich glaube, Ross macht sich vom Acker. Das war so nicht geplant. Ach, da steckt ein Flugzeug drin anscheinend. Okay. Oder ein Hubschrauber. Oder ein Feuerwehrauto. Oder ein Ketka. Ich jag einfach mal pauschal alles in die Luft. Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Ihr müsst die anderen holen! Okay, ich komme. Zündet sie an! Outsider! Mein Gott! Sind wir hier bei South Park oder was? Okay. Lass das! Und eine Trophäe. Ja, wer stirbt hier eigentlich nicht von uns? Du stirbst nicht! Junge, wie viel Pfeil hast du jetzt schon gefressen von mir? Boah, jetzt geht's aber ab. Scheiße, Mann. Nein. Ja, oh, hier bin ich aber gar nicht gut. Okay. Ich hatte eigentlich vor, an dieses Seil zu springen. Aber mal wieder hat sie es nicht so ganz hingekriegt. Geht da runter und legt sie um. Genau dieses Seil meine ich.
Okay, sie kann da anscheinend nicht mehr spielen. Meine Fresse. Das ist aber ein bisschen übertrieben, was ihr mir hier alles entgegenwerft. Geht mir so gewaltig auf den Senkel. Nice. Hallo, alter Seemann. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Vielleicht. Okay, schon unterwegs. Junge, 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 Junge. Kann ich denn jetzt irgendwie... Ah, jetzt geht's. Dann will ich mal die Anlage zur Frachtbeförderung benutzen. Nachdem ich mir gesammelt habe, was mir gehört. So, jetzt klettern wir hier hoch. So, und an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss mit lustig. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Abo dalassen wäre super nett. Video liken wäre auch nicht schlecht. Und wenn ihr beim nächsten Video auch wieder zuschauen würdet, wäre das Bombe. So, bis dahin. Ciao.